So meine Lieben, willkommen im neuen Video. Das wird relativ kurz. Ich will nur mal kurz so ein bisschen auf eure Meinung zu meinem neuen Auto reagieren, weil einige Kommentare haben mich dann doch sehr überrascht. Wir fangen aber mit der guten Geschichte an. Also es waren viele dabei, die gesagt haben, yo, cool, geiles Auto, gönne ich dir, sieh zu, dass du Spaß hast. Und klar, tanken ist halt eine RIP, haben alle gesagt. Na, so. Im Grunde genommen war ich soweit zufrieden, bis vor ein paar Tagen, dann, wo immer wieder Kommentare kamen, die dann irgendwie der Meinung waren, so, oh mein Gott, du Umweltverschmutzer und keine Ahnung und wie kannst du nur und hast du nicht gesehen? Ja, und da kann ich euch einfach nur zu sagen, dass mich das schon sehr triggert, weil, mein Gott, das ist ein altes Auto, es verbraucht viel Benzin, ja, es ist kein Diesel, es ist okay, der hat irgendwie irgendwelche Schadstoffe, die er ausstößt, ja, ist aber alles zugelassen in Deutschland und ist auch alles erlaubt, dass es einige Leute nicht so gut finden, das respektiere ich auch, es ist nun mal ein Auto, was jetzt nicht unbedingt der zum Klimawandel vorbeugend mit dazugehört. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll. Es ist quasi eher ein negatives Auto in dem Sinne. Ja, das stimmt. Aber für das Geld, was ich dafür bezahlt habe und damit, was ich damit mache, ist es einfach im Moment optimal gewesen. Das war auch ein relativ großer Zufall. Ein Dodge war schon immer ein Traumauto von mir und das habe ich mir jetzt einfach erfüllt und ich erlebe es gerade. Ja, und versuche einfach meine eigene Meinung darauf auch zu bilden, weil man sieht zwar immer ab und zu einen Dodge Ram, denkt sich, okay, scheiße, teuer, machen, tun, steuern hier, Benzin, hast du nicht gesehen. Aber ich will auch meine eigene Meinung haben und wie gesagt, ich verstehe euch, dass da einige sind, die es nicht verstehen und auch dann sagen, dass ich jetzt eher unsympathisch rüberkomme. Ja. Kann ich auch irgendwie verstehen, aber es war auch ein Kommentar, was mich sehr aufgeregt hat, wo einfach, dass ich mal über mich selber nachdenken sollte, was ich für einen Minderheitskomplex oder sonst irgendwas hätte, um so ein Auto zu fahren. Also deswegen so ein Auto zu fahren. Und ich kann euch dazu nur sagen, ich scheiße so hart drauf, was irgendwelche Leute über mich denken. Klar ist es in irgendeiner Weise cool, mit einem V8 Auto rumzufahren und der Sound, ich genieße diesen Sound, ich genieße den. Und ob da jetzt irgendwer an der Seite sitzt und sich sagt so, oh Mann, Alter, der hat jetzt ein V8, jetzt bin ich aber mad drauf. Das ist mir scheißegal. Die Reaktion von Leuten, die das Auto sehen oder mich damit sehen, das ist mir schnurz, piep, egal. Davon habe ich nichts. Dann würde ich mir eher irgendeinen Sportwagen oder sonst irgendwas holen. Aber das ist in Amerika ein Arbeitsauto. Ein Arbeitsauto, das nur zum Arbeiten da ist. Und es ist aber auch einfach ein Kultauto. Das ist da wie so ein Golf. Klar, wie gesagt, Amerika, Umweltverschmutzer hoch 10, keine Ahnung, ist richtig. Aber hier in Deutschland, wenn da mal einer unter, keine Ahnung, 10.000, ich weiß nicht, wie viele angemeldete Dodge Ram es hier gibt, aber ich bitte euch, ob ich das jetzt fahre oder irgendwer anders, es macht keinen Unterschied. Ja, es sind ganz viele andere Aspekte, oh, ich habe gespuckt, ganz viele andere Aspekte, die die Umwelt verschmutzen, auch hier in Deutschland. Und das ist jetzt nicht unbedingt mein Dodge Ram. Und ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, was ich dazu sagen wollte. Ich war die ganze Zeit überlegen, wie ich dieses Video mache, weil ich es einfach nur kurz halten wollte und mir dachte, darauf muss ich jetzt mal irgendwie reagieren, weil... Naja, es tut mir leid, ich will jetzt hier nicht den bösen Umweltverschmutzer spielen, ehrlich nicht, das war nicht das Ziel und so bin ich auch nicht, ich war schon immer naturbezogen und habe immer alles mit, guckt euch Hashtag Clean the Green an, ich bin ein Mensch, der sehr auf die Umwelt achtet, ich habe als kleines Kind mal, da war eine Baustelle bei uns um die Ecke, und die haben da so einen Graben zugeschüttet, das waren irgendwelche Bauarbeiter, das werden sie wahrscheinlich auch nicht böswillig gemacht haben, aber die haben diesen Graben zugeschüttet mit Sand, wahrscheinlich, wie gesagt, aus Versehen, und der ist dann ausgetrocknet.
und da waren Frösche drin. Und dann bin ich mit meinen Jungs, wir waren, keine Ahnung, 12, 13 Jahre alt, sogar wahrscheinlich noch jünger, ich weiß es wie gesagt nicht mehr, ich habe auch noch einen Zeitungsausschnitt davon. Wir sind dann nämlich in der Zeitung gelandet, weil wir diese Frösche da drin gerettet haben. Wir haben einfach diese Frösche in Eimer gepackt und dann in den Graben daneben gepackt. Dann ist eine Zeitung gekommen und so, ja, hier die Kids und da, bla, die Frösche gerettet. So völlig absurd, dass man dafür in die Zeitung kommt. Aber wenn ich den Ausschnitt noch finde, dann blende ich den ein. Ich habe ihn aber jetzt auf der Stelle nicht gefunden. Und das sind einfach solche Sachen, wo ich mir denke, nein, ich bin nicht irgendwie so ein Arschloch, der hier irgendwie scheiß auf alles hier, Kippe aus Fenster, dies, Müll raus, scheißegal. Das bin ich nicht. Und ich will auch nicht, dass, wie gesagt, das Ziel ist nicht mit dem Auto die Umwelt zu verschmutzen. Klar ist es jetzt nicht das optimale Auto, um jetzt sich einen Aufkleber mit Atomkraft, nein, danke, draufzukleben. Das würde nicht passen. Das würde einfach nicht passen. Ja, und es tut mir echt leid. Ich fühle mich da einfach ein bisschen getriggert, so, weil es kaufen sich alle möglichen, auch YouTuber, irgendwelche fetten AMGs, keine Ahnung, hast du nicht gesehen? Gut, die werden wahrscheinlich von der Schadstoffklasse nicht so hoch sein, weil halt deutsche Technik und so, würde ich auch fahren. Aber das muss ja auch erstmal wer bezahlen, ja? Also, sorry. Und ich brauche halt, also im Moment brauche ich ein Auto mit einer Ladefläche und ja, so ein Nissan oder ein Toyota war optisch einfach nichts für mich und der Dodge Ram war mir schon lange im Auge und ja, also wie gesagt, wenn euch das stört, dann müsst ihr leider ein D-Abo dalassen und gehen. Es tut mir leid, das ist ein Kanal, der sich um meine motorisierten Gefährten dreht, ja, also alles, was ich irgendwie in irgendeiner Form, wo ich drauf fahre, wird auf diesem Kanal irgendwie mal landen und da will ich euch einfach nur teilhaben lassen und das soll auch niemanden irgendwie, ja, mad machen oder so, sondern diese Videos sollen nicht eher unterhalten bzw. glücklich machen, bzw. dass ihr Teil daran haben könnt. Das war alles nur ein großer Zufall, dass dieser Kanal entstanden ist und so langsam frage ich mich echt, ob es das überhaupt wert ist, weil ja, das Einzige, was es mir wirklich bringt, diesen Kanal zu machen, ist, diese Kommentare von euch zu lesen und zu sehen, ob ihr es gut fandet oder schlecht fandet. Wie gesagt, ich habe nichts gegen negative Kritik. Also, Kritik ist ja eigentlich immer negativ, aber okay. Versteht ihr? Und ich will einfach nur, dass ihr schon, also ihr dürft gerne eure Kritik raushauen, aber so wie der eine, ich werde das nochmal einblenden, ich werde natürlich seinen Namen nicht einblenden, er hat total so geschrieben, als ob ich irgendwie jetzt hier der größte Dulli wäre, der irgendwie die Leute hier mit seinem Auto irgendwie triggern will. So, ja, gut. Wie gesagt, das, oh Gott, wir sind schon wieder bei 8 Minuten, Alter, what the fuck, die Zeit vergeht immer übel schnell, wenn ich rede. Naja, auf jeden Fall, die ganzen Details zu dem Auto kommen noch, ich warte noch auf den Steuerbescheid und so eine ganze Geschichte, damit ich das alles wirklich ausführlich euch berichten kann, was das alles kostet und so weiter. Ich kann euch jetzt aber schon sagen, ich habe schon zweimal getankt und ich muss jetzt gleich wieder tanken, also in dem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal.